Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht's um dieses kleine schleimige Scheißerchen. Da das Ganze mit Aufklebern und so dermaßen zugebappt ist, vielleicht erkennt man das da ein bisschen besser. Es geht um das SWAT Tea Tourniquet. Also ein Abbindesystem. Dieses Abbindesystem ist aber kein klassisches Abbindesystem mit Drehen und Knebel und sowas alles, sondern das ist im Grunde das hier. Es ist so bedruckt. So bedruckt. Und das Ding ist, dass diese Rechtecke so aussehen müssen. Und dieses Ovale kreisrund. Und dazu, meine Damen und Herren, braucht ihr schon richtig Kraft. Und dafür braucht ihr richtig Übung. Das Ding ist nicht ganz 2 Meter lang. Ich denke mal so 1,60 Meter, 1,70 Meter muss ich gucken. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung, wie lang das Ding ist. Und der Witz an der Sache ist, dass dieses Gummiband halt nicht nur wie heißt das Ding? Abbindesystem ist, sondern das Ding ist im Grunde wie eine Art Schweizer Offiziersmesser. Und zwar könnt ihr damit auch Verbände oder Druckverbände improvisieren. Und das, meine Damen und Herren, finde ich richtig geil. Ich bin ja ein Fan davon, wenn mein Material multifunktional anwendbar ist. Na? Aber guckt euch mal das Packmaß an. Zum Abbinden für erwachsene Persönlichkeiten braucht das echt Übung. Da braucht ihr echt Übung und da braucht ihr richtig Kraft. Das ist kein Witz, das ist nichts für Anfänger, das ist kein Ponyhof, okay? Wo das Ding aber ganz Herr und Frau vorragend funktioniert als Abbindesystem, das ist bei kleinen Kindern. Ja, auch da kann das durchaus zu schweren, zu starken Blutungen kommen. Und wo das Ganze auch noch funktioniert, ist bei Hunden. Jagdhunden, Hundeführer aus irgendwelchen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauftrag. Auch da kann es passieren, dass die Hunde sich mal mit irgendwem oder irgendwas anlegen, was sie besser hätten nachlassen sollen. Und dann ist das hier, sagen wir mal, eins der Mittel der Wahl. Gerade wenn es wirklich schnell gehen muss. So, und wir gucken uns jetzt mal beispielhaft bei mir am oberen der 3 Schenkel an, wie das Ding angelegt wird. Und Leute, ich habe wirklich Arme. Das sind also definitiv keine Trommelstöcker oder Klingeldrähte. Der Haken an der Sache ist, dass ihr zum Anlegen von dem Ding wirklich Kraft aufwenden müsst, okay? Also, Oberschenkel, wie gesagt, wir müssen da richtig ziehen. Ne? Ihr seht da oben die Rechtecke und daraus sollen Karos werden. Und diesen Druck oder diesen Zug vielmehr, den müssen wir bei dem, was wir hier tun, wirklich aufrecht erhalten. Alto Belli. Den Rest stecken wir jetzt recht gekonnt unter einen der letzten Bindengänge. Oh. Und durch die Reibung aneinander hält das Zeug auch. Das ist echt gigantisch. Oh, leck mich am Arsch. Wir können das Ding aber nicht nur als Abbindesystem verwenden, sondern wir können es halt auch als Druckverband tatsächlich verwenden. Und das gucken wir uns jetzt an. Also, meine Damen und Herren, ich entsafte wieder über die Arterie, nehme meine komprimierte Gase, pack die hier rauf. Hier habe ich meinen SWAT Tea Tourniquet. Und jetzt gehe ich bei
und wickel mir hier ein. Kann hier oben noch mal drüber gehen, denn das macht das Fixieren von alledem deutlich einfacher. Und habe die Blutung gestoppt, die Wunde abgedeckt und bin rettig vor Rock'n'Roll. Und hier, ihr seht, hier habe ich jetzt nicht so viel Zug aufgebracht wie für, wie heißt das Ding, wie beim Tourniquet, also bei der Abbindung, ne? Sondern das hier ist einfach nur ein Verband, beziehungsweise ein strammer Verband, im Grunde ein Druckverband. Na, ihr seht die Farbenpracht der Hände und die Unterschiede. Na, geht. Kenners, ihr habt gesehen, das Ganze lässt sich relativ schnell, unkompliziert und leicht anwenden. Wichtig ist, der hier aus der Verpackung raus, aus der originalen, weil ansonsten werdet ihr das in einer Extremsituation mit blutverschmierten Händen so schnell nicht aufkriegen. Und das Ding gehört beübt, beübt und beübt. Und wenn ihr schon mal dabei seid und das Ganze irgendwie mit eurem Hund übt, dann seid da bitte vorsichtig mit, weil ich weiß nicht, wie euer Hund reagiert. Ne? Bei Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie ihren Arzt oder Apotheker. Da bin ich raus. Mit meinen Nullphasen-Fellnasen übe ich es. Allerdings so, dass du da nicht wirklich das Abbinden dran üben, weil das Abbinden, wenn der Hund das Abbinden nötig hat, dann wird er das wahrscheinlich auch selber möglichst zügig verstehen. Aber das ist auch nur meine kleine Meinung. Kinnings, ich hoffe, ich habe ein Stück Licht ins Dunkel bringen können. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.